Das war sie also, die letzte Fahrt des Cap Bosch auf der Schiffschaukel. Die Didesheimer Cap 2014 ist Geschichte, aber der Reihe nach. Zunächst musste der Cap Bosch vom Schwesternhaus, wo er 4 Tage über die Cap wachte, heruntergeholt werden. Danach ging es zur ersten Runde durch den Hof. Wir lassen natürlich an dem Dienstagabend unsere Mitchristen nicht alleine, sondern wenn wir den ersten Umzug durch den Schwesternhaushof gemacht haben, gehen wir natürlich auch in die Weinlaube der Evangelischen. Wir machen dort im Prinzip eine Verabschiedung mit dem Cap Bosch. Das ist ja schon was Besonderes, ja. Vor allem, dass wir hier das zusammen feiern können. Und wir haben uns das auch ein bisschen aufgeteilt. Wir haben hier bei uns in unserer Gemeinde machen wir eine Weinlaube, wo wir also die Leute Wein, Flammkuchen, und hier bei der katholischen Gemeinde gibt es dann halt mehr für die Bratwürste, Bier und so weiter, also für die Jugendlichen. Wir haben uns mehr auf die älteren Leute dann spezialisiert. Die Cap Bosch-Träger, die wechseln in jedem Jahr, und dieses Jahr ist was ganz Besonderes. Wir haben hier eine Ökumene bei den Cap-Burschen, die also den Cap Bosch dann wieder tragen. Das heißt, 2 Jungs kommen von den Protestanten und 2 Jungs hier bei uns aus der katholischen Jugend raus. Warum muss man hier dabei sein? Weil es einfach familiär ist und da geht es einfach nur rund die ganze Zeit von oben bis unten. Ja, trinkt ordentlich zusammen, man lacht viel zusammen und es macht einfach nur Spaß. Das Tolle, das ist das Familiäre und die Atmosphäre, wie wir hier haben. Da kann in der Ortsteile hin und drüber keiner mit. Ja, vor allem eine Ortschaft bekam, wie so oft, ihr Fett weg. Einmalig haben sie gefeiert, das muss man sagen. Super war das Fest, aber habt ihr gesehen, was die Lämmerspiele im Zelt an ihrer Decke hatten? Unterm Dach, da haben die Lämmerspiele all ihr schwarze Schafe aufgehängt.